Moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, wir werden einfach mal weitermachen mit der Quest Die Verfolgung und werden mit Brynjolf sprechen. Warum muss ich denn jetzt... Ach ja, ich muss in die Zisterne, natürlich. Ich dachte, ich wäre noch beim Rattenweggewölbe. Nein, nein. So, Brynjolf, wo bist du denn? Da hinten schwirrst du rum. Ah, die Vitrine ist aber ein bisschen leer. Da müssen wir noch ein bisschen was für Delvin besorgen. Wir haben die Stadt abgesucht und mit jedem Kontakt gesprochen. Narsa bleibt spurlos verschwunden. Hattet ihr mehr Glück? Er war nicht da, aber ich habe diese Pläne gefunden. Bei Shaws Bart. Er ist hinter den Augen der Falmer her? Das war Gallos Projekt. Wenn er sie in die Hände bekommt, hat er ausgesorgt und wird für immer verschwinden. Dann müssen wir ihn aufhalten. Einverstanden. Er hat der Gilde alles genommen und sich eines der letzten großen Beutestücke schnappen zu wollen, ist eine Beleidigung. Ich habe mit Kalia gesprochen und sie für die Behandlung durch die Gilde entschädigt. Nun möchte sie mit uns beiden reden. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Dann mal los. Mal, Bürschchen. Da ist ja Kalia. So. Ich verspreche euch, all eure Fragen werden beantwortet werden. Höre Kalia zu. Ja, dann komm her. Jetzt nicht, Bürschchen. Kalia hat gesagt, es sei ich verspreche euch, all eure Fragen werden beantwortet werden. Ihr müsst mir einfach... Brynjolf, es ist Zeit, über Mercers Schicksal zu urteilen. Bis ein Gildenmeister gewählt ist, kommt diese Entscheidung euch zu. Ja, und ich habe eine Entscheidung getroffen. Mercer Frey hat versucht, euch beide zu töten. Er hat die Gilde betrogen, Gallos ermordet und unsere Zukunft gefährdet. Er muss sterben. Wir müssen sehr vorsichtig sein, Brynjolf. Mercer ist eine Nachtigall, ein Agent von Nocturnal. Dann ist es alles wahr. Alles, was ich gehört habe. Die Nachtigallen, ihre Loyalität zu Nocturnal und das Dämmergrab. Ja, darum müssen wir uns bereithalten und Mercer auf Augenhöhe begegnen. Direkt außerhalb von Rifton, hinter dem Südosttor, führt ein schmaler Pfad den Berghang hinauf. Am Ende dieses Pfades befindet sich eine Lichtung mit einem alten stehenden Stein. Ich möchte euch beide bitten, mich dort zu treffen. Okay, triff Kalia beim Findling. Ich muss ja, das machen wir doch. Wir treffen uns beim Start. So. Ich muss noch einige Vorbereitungen treffen. Ja, ist okay, Brynjolf. Mein Gott, ey. So. Können wir da irgendwie schnell hinreisen? Nein, aber wir können schon mal zu den Stellen von Rifton reisen. Dann sind wir außerhalb von Rifton und gehen dann außen rum. So. Gehen aber diesen Weg entlang, weil auf der anderen Seite ist nur Wasser. Und mal sehen. Oh, wer bist du denn? Nehmt das. Ich hole es mir später wieder. Ich zahle gut. Verliert es nicht. Okay. Ja. Keine Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich ernst. Was hat er mir jetzt gegeben? Ihr hättet nie herkommen sollen. Wenn mich jetzt angreifen? Habt ihr eben jemanden vorbeilaufen sehen? Ja, er ist da entlang gegangen. Großartig. Danke. Der Bastard hat mich bestohlen. Aber den erwische ich schon noch. Dann mal los. Ich reiße euch das Herz raus. Mal gucken, was passiert. Der Wert... Er verschießt ja auch. Komm! Wo ist er denn? Jemand muss mir helfen! Dir? Keine Spur von ihnen. Ach, Stefan Gold.
Perfekt. So, was ist jetzt mit dir? Was wollt ihr, kleiner Elf? Oh gut, dann habe ich das halt behalten, was er mir gegeben hat. Ich habe keine Ahnung, was er mir gegeben hat. Wurde mir nicht angezeigt. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock, im Inventar zu gucken. Deswegen gehen wir einfach mal weiter in die Richtung des Findlings. Ah, wir haben immer noch wenig Ausdauer. Das ist halt so. Naja. Egal. Weiter geht's. Na, Zutaten. Immer mitnehmen, immer mitnehmen. So. Wir müssten jetzt schon ganz in der Nähe sein. Hier jetzt um die Ecke und dann sind wir da, nehme ich mal an. Ja, da. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Welche Bedeutung hat dieser Ort? Dies ist das Hauptquartier der Nachtigallen, das die ersten von uns in den Berghang gebaut haben. Wir sind hierher gekommen, um uns den Vorteil zu verschaffen, den wir brauchen, um Mercer frei zu besiegen. Was für ein Vorteil? Wenn ihr mir folgt, versuche ich es euch unterwegs zu erklären. Folge clear, alles klar. Entlang, dann mal los, bitteschön. Da rein? Na komm. Hopp, hopp. Immer so langsam laufen müssen, ey. Nachtigallenhalle. Das ist also die Nachtigallhalle. Ich habe davon gehört, als ich in die Gilde eintrat, aber nie wirklich daran geglaubt. Der Gedanke, dass es sich bei den Nachtigallen nur um einen Mythos handelt, wurde ab. Ach, kann ich mich hier noch ein bisschen umgucken, bevor die da sind, weil es wird ja bestimmt noch Ewigkeiten dauern. Oh ne, sind schon da. Was ist denn, Brynjolf? Ich kann schon fast hören, wie ihr die Stirn runzelt. Ich versuche zu verstehen, warum ich hier bin, Mädchen. Ich bin kein Priester und ganz bestimmt nicht religiös. Warum also ich? Ja, muss man ja bestimmt auch gar nicht sein. Ich glaube, wir können Kalia vertrauen. Mal sehen, was sie im Schilde führt. Achso, muss ich jetzt da vorne mit Kalia erstmal reden, oder was? Ja. Dies ist die Nachtigallhalle. Seit über einem Jahrhundert seid ihr der erste Uneingeweihte, der einen Fuß hier hineinsetzt. Ja, dann komm doch jetzt endlich mal. Dachte, wir haben es eilig. Mein Gott, ey. Diese ewig groß. So, aktiviere den. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Oh, Nachtigallensachen hinzugefügt. Dann wollen wir doch gleich mal gucken, ob wir da vielleicht was ausrüsten können. Erstmal anlegen müssen wir es sowieso, aber ob wir es später auch weitertragen werden, das weiß ich noch nicht. So, wir haben die Handschuhe. Schlossknacken leichter, einhändige Angriffe leichter. Ja gut. Die Kapuze, Illusionszauber. Nachtiger Rüstung, steigert die Ausdauer. Ja. Wir müssen es ja eh anziehen. Aber, oh, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich will jetzt nochmal gucken. Ich bin so blöd. Was das hier macht. Tragfähigkeit wird erhöht. Ausdauer wird erhöht. Ja, ist aber okay. Schlossknacken ist um 15% leichter. Das ist um 15% leichter plus einhändige Angriffe. Deswegen behalten wir das. Und der Rüstungswert ist auch besser. Bei der Rüstung ist auch der Rüstungswert besser. Und die Stiefel. Taschendiebstahl. Lautlos bewegen. Ja. Nur die Krone werden wir wieder absetzen. Wie sehen wir denn jetzt eigentlich aus? Die Krone, die Kapuze. Aha, interessant. Die Zeit läuft und Mercer ist immer noch da draußen. Oh, da ist sie aber ganz schön flotti umgezogen. Mein Gott. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Ihr scheint bereit für den Einsatz. Ups, Entschuldigung.
wollte nicht schreien. Die Zeit läuft und Mercer ist immer noch da draußen. Wir sollten langsam loslegen. Ihr scheint bereit für den Eid zu sein. Ja, dann. Diese ganzen Informationen. Also das stört mich immer in Videospielen, wenn man irgendwelchen Leuten hinterherlaufen soll, nur um an einen Punkt zu kommen, wo man sowieso hingehen würde. Und jetzt? Hinter diesem Tor tut ihr den ersten Schritt, um eine Nachtigall zu werden. Jetzt mal halblang. Die Rüstung ist in Ordnung, aber eine Nachtigall zu werden, so haben wir nicht gewettet. Damit wir auch nur hoffen können, Mercer zu besiegen, müssen wir Nocturnal auf unserer Seite haben. Wenn sie euch als einen der ihren akzeptieren soll, dann muss eine Vereinbarung getroffen werden. Welche Art von Übereinkunft? Ich muss die Bedingungen wissen. Die Bedingungen sind ganz einfach, Brynjolf. Nocturnal wird euch gestatten, eine Nachtigall zu werden und eure Fähigkeiten für alles zu nutzen, was ihr wollt. Und im Gegenzug müsst ihr im Leben wie im Tod als Wächter des Dämmergrabes dienen. Einen Haken gibt es immer, aber zu diesem Zeitpunkt gibt es nicht mehr viel zu verlieren. Wenn es das Ende von Mercer frei bedeutet, bin ich dabei. Was ist mit euch? Seid ihr bereit, euren Eid gegenüber Nocturnal abzulegen? Ja, Vichy. Jo, ich bin bereit. Gut. Wenn ich das Tor öffne, stellt euch bitte auf den westlichen Kreis. Den westlichen? Alles klar. Diese ganzen Informationen. Kann ich das nicht auch selber öffnen, weil ich habe keinen Bock, wieder hinterher zu rennen. Wie gesagt, das ist... Oh, ich kann das nicht benutzen. Das ist das, was mich stört, wenn man hinter den Leuten herrennt und die laufen halt unglaublich langsam. Reden, wenn der Eid abgelegt ist. Ja, ich will auch gar nicht mit dir reden. Mach doch mal hinne. Die Zeit läuft und Mercer ist immer noch da draußen. So, da muss ich drauf. Loslegen. Dann mal los. Also ich bin da und nun muss ich wieder auf euch warten, weil ihr seid mal wieder so lahmarschig. Einfach nur nervig, meiner Ansicht nach. Naja, jetzt kann es ja losgehen. Ich rufe euch, Lady Nocturnal, Königin der Dunkelheit und Gebieterin der Schatten. Hört mich an. Ah, Kalia. Ich hatte mich schon gefragt, wann ich wieder etwas von euch hören würde. Ihr habt wohl etwas verloren. Meine Gebieterin, ich vertraue mich eurer Gnade an und übernehme die Verantwortung für mein Versagen. Ihr seid bereits mein, Kalia. Eure Bedingungen sind schon vor langer Zeit ausgehandelt worden. Was könntet ihr mir jetzt noch anzubieten haben? Ich habe zwei andere, die den Eid leisten und die euch im Leben wie im Tod dienen wollen. Ihr überrascht mich, Kalia. Dieses Angebot fällt eindeutig zu meinen Gunsten aus. Mein Wunsch nach Mercers Ableben übertrifft mein Verlangen nach Reichtum bei weitem, euer Gnaden. Rache, wie interessant. Also gut, die Bedingungen sind akzeptabel. Ihr dürft fortfahren. Lady Nocturnal, wir nehmen eure Bedingungen an. Wir weihen uns euch sowohl als Rächer als auch als Wächter. Wir werden unsere Vereinbarung in diesem Leben wie im nächsten einhalten, bis eure Bedingungen erfüllt sind. Also gut. Ich ernenne eure Eingeweihten zu Nachtigallen und stelle bei euch den gleichen Status wieder her, Kalia. Und in Zukunft solltet ihr mich lieber nicht noch einmal enttäuschen. Okay, alles klar. Sprich mit Kalia. Das machen wir doch gerne. Nun, da ihr den Eid geschworen habt, ist es an der Zeit, euch den letzten Teil des Rätsels zu enthüllen. Mercers wahres Verbrechen. Hat er noch mehr getan? Mercer konnte nur deswegen ohne zwei Schlüssel die Schatzkammer der Gilde aufschließen, weil er etwas aus dem Dämmergrab gestohlen hatte. Den Skelettschlüssel. Dadurch hat er unsere Verbindung mit Nocturnal aufs Spiel gesetzt und im Grunde bewirkt, dass uns das Glück ausgegangen ist. Dieser Schlüssel passt also zu jedem Schloss? Das schon. Aber bei dem Schlüssel geht es nicht nur um physikalische Hindernisse.
Wir alle verfügen über Fähigkeiten, die wir noch nicht nutzen. Das Potenzial, große Macht auszuüben, ist tief in uns verborgen. Sobald ihr versteht, dass der Schlüssel auf diese Eigenschaften zugreifen kann, wird das Potenzial grenzenlos. Die Gilde sollte dieses Werkzeug in seinen Besitz bringen. Wir drei könnten ihn gemeinsam verwahren. Das klingt, als sollte ihn besser niemand besitzen. Wir drei könnten ihn gemeinsam verwahren. Das glaube ich ganz gut. Das wird wohl leider nicht möglich sein. Wenn der Schlüssel nicht in sein Schloss im Dämmergrab zurückgebracht wird, wird für die Gilde nichts mehr so sein, wie es war. Mit der Zeit würde unser Glück schwinden, bis praktisch nichts mehr übrig wäre. Okay. Und ob es euch bewusst ist oder nicht, unser verblüffendes Glück ist für unser Gewerbe schon sprichwörtlich. Das erste Mal, dass ich losziehe, um etwas zurückzugeben. Wohl wahr. In unserer Branche geht es selten darum, einen gestohlenen Gegenstand seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Los geht's! Bevor wir abreisen, möchte Brynjolf noch etwas Geschäftliches besprechen. Ihr solltet euch anhören, was er zu sagen hat. Hör zu, Bürschchen. Eines müssen wir noch klarstellen, bevor wir uns Mercer schnappen. Die Führung der Gilde. Ja, dann los. Hör zu, Bürschchen. Eines müssen wir noch klarstellen, bevor wir uns Mercer schnappen. Ja. Die Führung der Gilde. Warum erzählt ihr mir das? Kalia und ich haben vor eurem Eintreffen lang darüber gesprochen. Dank eurer Leistungen wurde Mercers Verrat aufgedeckt. Nachdem wir uns mit ihm befasst haben, müssen wir nur noch die Gilde zur alter Stärke zurückbringen. Wir beide glauben, dass ihr das Potenzial besitzt, Mercers Nachfolger als Anführer der Diebesgilde zu werden. Ich? Warum nicht ihr? Ich bin schon lange dabei, mein Freund. Sehr lange. Ich habe den Adligen ihre Schätze gestohlen und Priestern Morde angehängt. Ich mache meine Sache gut und bin vielleicht sogar einer der Besten. Aber das ist alles, was ich kann. Ich bin kein Anführer. Ich hatte nie das Verlangen und es war mir auch nie wichtig. Ich will es nicht. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Nun ja, wir haben vor eurer Beförderung erst noch einen kleinen Auftrag zu erledigen. Werdet jetzt also nicht sentimental. Einverstanden. Dann steht es fest. Wenn alles vorbei ist und Delvins Kontakte mir versichern, dass wir in Himmelsrand wieder Fuß gefasst haben, befassen wir uns mit den Einzelheiten. Bis dahin haben wir noch viel Arbeit vor uns. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Ich habe mich mit den Plänen befasst, die ihr uns gebracht habt, und bin mir sicher, dass die Augen der Falmer sich in den Zwergruinen in Irkintand befinden. Kalia und ich werden euch dort treffen. Macht euch bereit, Bürschchen. An den Kampf wird man sich lange erinnern. Alles klar. Bis okay. Zum nächsten Mal, Bürschchen. Dieser vorhin erwähnte Skelettschlüssel. Das ist dieser Schlüssel, den ich vor ein paar Folgen erwähnt hatte, den ich erstmal behalten werde. Es wurde zwar gesagt, solange der Skelettschlüssel im Besitz von mir ist oder irgendwem anders, kann die Diebesgilde nicht zu altem Glanz kommen, aber es hilft uns halt schon dabei, Schlösser leichter zu knacken und wir sind nicht mehr auf Dietriche angewiesen. Ja? Deswegen, bis wir das Schlösserknacken auf 100 haben und dann nicht abbrechenbare Dietriche haben, werden wir diesen Skelettschlüssel behalten. Ich glaube, das ist auch nicht ganz so schlimm, wenn wir das machen. So, wir werden reisen zur Honigbräu-Brauerei und laufen dann hoch nach Irkintat. Das machen wir. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Ich meine, wir hätten auch mit einer Kutsche nach Windhelm reisen können. Aber dann müssen wir erst wieder in die Kutsche einsteigen, die Kutsche bezahlen. Also machen wir es doch direkt so. Und laufen los Richtung Irkintat von der Honigbräu-Brauerei. Aber das nehme ich alles mit. So, ich denke mal, wir müssen hier rüber. Laufen einfach mal drauf zu. Ja, das Laufen ist jetzt nicht so spannend, aber hier ist ein Gegner. Ein kleiner Gegner. So, ich habe ja diese Nachtigallen
Kapuze an. Die werden wir ablegen, weil Illusionszauber machen wir nicht, auch wenn sie 24 Rüstungen gibt. Das wäre schon ziemlich gut. Aber wir nehmen das Diadem der geringen Schießkunst. Dadurch haben wir zwar keine Rüstung, aber wir haben bessere Schießkunst. Und wir gehen ja sowieso auf Fernangriffe und sind nicht darauf aus, dass uns die Leute erwischen. Aber was ist denn das da vorne? Oh. Jo, erledigt. Es war ein sogenannter Feueratronarch. Dem kriegen wir Feuersalze. Und auch meinen Eisenpfeil zurück. Super, aber normalerweise, ich wollte es gerade sagen, ist eigentlich auch immer ein Magier dabei. Heilungstränke, Krankheitsheilung. Wie zur Robe der Veränderung. Amulett von Ständer. Das Blocken mit deinem Schild absorbiert 10% mehr Schaden. Okay, das rüsten wir nicht aus. Aber wir nehmen es mit, weil es einen Wert hat. Aber dass der Atronarch überlebt, obwohl sein Meister sozusagen gestorben ist, ist auch was Komisches. Ich glaube, das passiert sonst nicht. Naja. Oh, Wölfchen. Hast du mich entdeckt? Ah, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Haha. Auch nicht so weit runterfallen. Ich möchte meinen Pfeil wieder haben. Pfeil. Ich kriege ihn nicht. Hätte mir den Weg auch sparen können, aber das weiß der ja nicht vorher. So, wir werden jetzt mal hier kurz dran vorbeigehen, weil hier ist ein Findling. Und schauen mal, ob wir mit dem Findling, der hier oben ist, da gibt es bestimmt einen einfachen Weg oben drauf, mit dem Findling möglicherweise unsere Schießkunst verbessern können. Der ist feindlich. Totenbeschwörer-Lehrling. Okay. Ja, ist okay. Oh, hat sich geheilt. Die Sau. Siehst du, das meinte ich. Normalerweise sterben die halt, wenn man sie tötet. Ah, er hat aber alte Nordpfeile dabei. Das ist super. Aber wo ist jetzt der Magier, den ich umgebracht habe? Wo ist der denn hingefallen? Ist der hier runtergesegelt? Scheinbar nicht. Naja, egal. Ritualstein. Wer unter dem Zeichen des Rituals steht, kann einmal pro Tag Leichen in der Nähe wiederbeleben, damit sie für einen kämpfen. Brauche ich nicht. Das ist Quatsch, das brauchen wir nicht. Weiter geht's im Programm. Ein Standardspruch mittlerweile, ihr kennt ihn. Weiter geht's im Programm. So, Schleichen brauchen wir nicht. Weiter geht's. Wir müssen nach da oben. Das wird das wahrscheinlich sein, nehme ich jetzt mal stark an. Dieses Irkintant oder so. Mal hier runter wobbeln. So, dass wir keinen Schaden kriegen, genau so. Das ist ein Gegner. Oh. Ein Bär. Damit sollte ich mich am besten nicht anlegen. Na gut. Solange die da kämpfen, ist mir das gleich. Können die gerne machen. Hauptsache, sie lassen mich in Ruhe. Einen Bär möchte ich mir jetzt gerade nicht anlegen. Ich habe was Wichtigeres zu tun. Ah, der sollte mir eigentlich aber auch nicht mehr folgen. Hier in der Nähe, wie man oben auf der Karte sieht, ist ein Drachengrab. Ist da jemand? Hier drüben. Und das ist einfach nur Jäger? Ja. Ah, mit dem kann ich nichts anfangen. Okay. Wir müssen weiter nach da oben. Das ist dann scheinbar doch was anderes. Das schon, sie sind jetzt hinter mir her. Sind sie denn doch nicht? So, dann rennen wir nochmal ein bisschen. Was ich sagen wollte, hier oben ist ein Drachengrab. Da taucht immer ein Drache auf. Für mich jetzt aber auch hier da oben. Sitzt da schon ein Drache? Ja, oh, da sitzt schon ein Drache.
möchte ich mich jetzt eigentlich nicht mit anlegen. Deswegen gehen wir mal außen rum. Drachen sind halt schon mächtige Wesen. Und wir haben, wie auch schon beim Bären, was Wichtigeres zu tun, als einen Drachen zu töten. Ich dachte schon, er verfolgt mich jetzt. Hier sind Adern. Dafür bräuchte ich eine Spitzhacke, die ich noch nicht habe, die ich mir bestimmt aber schon hätte holen können. Und diese Adern. Schrein von Julianus. Julianus Segen. Okay. Was ist denn Julianus Segen? Aktive Effekte. Schießkunst. Ja. Also der versteckt sich hier irgendwo drinne. Kräfte. Naja. Kann nicht schaden, wenn wir einen Segen haben. Denke ich. Ah, hier sind wir richtig. Okay. Gehen wir mal hier runter. Oder können wir vielleicht von hier oben schon Gegner erledigen? Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir von hier oben den einen oder anderen schon sehen. Somit unten ein etwas leichteres Spiel haben. Ja, da ist schon einer. Die sind natürlich schon sehr weit weg. Na, ein bisschen weiter runter. Ja, komm. Alles klar. So. Irgendant. Wenn man das jetzt so tatsächlich ausspricht. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Diese Zwergensprache ist manchmal, wie ich finde, etwas verwirrend. Würde man halt nicht wirklich sprechen. Ejo. Nummer 1 ist tot. Verdammt. Nummer 2 ist auch hinüber. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da hinten läuft noch einer, aber den treffe ich bestimmt nicht so gut. Okay. Hier unten werden aber, denke ich mal, noch mehr Gegner rumlaufen. Deswegen gehen wir erstmal hier runter. Diese Banditen werden wir versuchen, komplett auszuschalten, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wenn du jetzt da drüben mal stehen bleiben würdest, dann würde ich dich auch erledigen können. Aber ich glaube, der bleibt nicht stehen, sondern geht immer von links nach rechts. Jupp. Gut, den werden wir jetzt noch nicht erledigen. Ah, da ist noch einer. Erledigt. Lutscher. So. Dann gehen wir mal hier runter und gehen den Weg, den wir eigentlich hätten gehen sollen. Drei von den Gegnern haben wir schon mal erledigt. Kann ja nicht schaden. Haben wir mal Dietriche dabei. Noch brauchen wir die Dietriche. Bald nicht mehr und bald werden wir sehr, sehr viele dadurch haben, weil wir keine mehr verbrauchen werden. Solange wir den Skelettschlüssel dann haben. Den wir, wie gesagt, auch behalten werden, bis wir nicht abbrechenbare Dietriche durch unsere Fähigkeiten herstellen können. Was ist das für eine Stufe? Lehrling. Perfekt. Gold, immer gut. Und Zaubertränke eigentlich auch. Ausdauertränke habe ich noch nie so wirklich benutzt. Jetzt haben wir mal einige, dann könnte ich ja mal sehen, was die Zeit so bringt. Bärenfalle. Bevor ich da reinlaufe, schärfen wir die doch einfach mal. Hier liegt nämlich noch eine. Und noch eine. Hier sind aber im Moment keine Gegner irgendwie unterwegs. Ich werde bestimmt gleich wieder gesehen von irgendwem. Ohne dass ich es will. Das hier war auf jeden Fall ein Bogenschütze. Der auch schön viele Pfeile dabei hat. Sehr gut. Das freut mich. So. Wir schleichen weiter durch die Gegend. So trainieren wir auch unsere Schleichskills. Oh, da ist nämlich einer. Zack. War einer. Was war
andere ist, glaube ich, oben drüber. Ist da jemand? Nein, ist keiner da. Damit habe ich nicht gerechnet. Ist aber nicht so schlimm. Ist ja nochmal alles gut gegangen. Zwergenkriegshammer, nein, den brauchen wir nicht. Wenn er jetzt verzaubert gewesen wäre, hätte ich ihn mitgenommen. Aber so brauchen wir das wirklich nicht mitnehmen. Ja, der ist über uns. Einer ist dann noch hier. Das ist der, der von links nach rechts die ganze Zeit gelaufen ist. Der dürfte hier sein. Hier soll eine Falle sein. Mir egal. Ich habe laut. Kann über diese Druckplattenschalter laufen, ohne Schaden zu bekommen. Boah, genau in die Brust. Sehr gut. Da oben läuft einer rum. Da ist er. Kommt jetzt hier runter, oder? Du stehen bleibst, ne? Oh, bin ich jetzt entdeckt worden? Noch nicht. Na komm, um die Ecke. Oh, ich trottel. Perfekt. Nie gesehen worden. Also so richtig gesehen. Keinen Schaden bekommen. Das Tor machen wir mal auf. Besser kann es doch gar nicht, Laube. So. Ist auch noch ein Fall. Den nehmen wir mit. Aber da war noch ein anderer Weg. Der führte uns da drauf. Hier geht's nach oben. Was hätte die Falle hier bewirkt? Ah, da wären Speere aus der Wand gekommen. Ah, das wäre leicht ungesund gewesen. Hier ist aber auch nichts. Okay. Weg umsonst gemacht. Ist aber nicht so tragisch. So, dann wollen wir mal weiterlaufen. Hoch in Richtung Eingang von Birkintant. Wie es auch jetzt immer heißt. Hier werden bestimmt auch nochmal ein paar Gegner sein. Zumindest der eine oder andere. Und wenn wir dann oben in der Zwergenfestung drinne sind, dann werde ich diese Folge beenden. Dann haben wir heute schon einiges wieder geschafft. Da ist einer, sag ich doch. Er sieht uns nicht, das ist schön. Banditenanführer. Du warst mal ein Banditenanführer. Dass wir die aber auch so leicht töten. Na gut, ich habe halt die beste Klasse für einen Bogenschützen genommen. Oh, Eisenstreitaxt der Schwächung. Nehmen wir natürlich mit. Und deswegen. Oh, shit. Kann das schon sein, dass wir so viel Schaden machen? Obwohl ich da immer noch sagen würde, puh, das ist sehr, sehr viel. Obwohl wir auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad spielen, auf Adept. Wollte jetzt nichts allzu schweres nehmen. Ich wollte aber auch jetzt nicht so auf die Leichtigkeit gehen. Ich glaube, Adept ist da ein gutes Mittelmaß. Aber dafür ist es dann doch recht einfach. Vielleicht stelle ich es irgendwann hoch. Mal gucken. Auf jeden Fall sind wir jetzt angekommen in Irkintant. Ich beende an dieser Stelle die Folge. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert diesen Kanal bitte. Dann werdet ihr nichts mehr verpassen. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Ich habe auch selber nirgendwo die Glocke so richtig aktiviert, glaube ich. Ich meine zumindest nicht. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dahin. Ciao.